Zombie-Apocalypse. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei ETS 2. Wir werden jetzt unsere Lieferung, was wir letztens angefangen haben, abliefern. Und wir werden jetzt direkt reinstarten. Wir machen jetzt ein bisschen eine kleine Nachtfahrt. Aber mit dem müssen wir reden. Aber komplett egal. Am Main. Ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen zum Thema ETS 2. Wir sind jetzt halt noch immer in der Lieferung drinnen. Wir schießen jetzt direkt zu dem Abgabepunkt. Dann werden wir schauen, welcher Auftrag wir als nächstes annehmen. Da werden wir dann aber mit unserem eigenen LKW fahren. Jo, und dann schauen wir. Wir haben jetzt eine Fahrzeit von 36 Minuten und wir haben jetzt auch noch Bier, das ist sehr schnell gemacht. Und ja, da schauen wir dann. Wir wissen bei den nächsten aus. Dann wieder zurückfahren. Aber, wie gesagt, wir werden wir jetzt noch schnell einen neuen Auftrag annehmen. Navi umstellen, weil das ist immer ein bisschen ein Kampf. Ich bin mal neugierig, wo der unser Ziel lautet, das ist wahrscheinlich so direkt vorbeigefahren, aber das schauen wir gleich.
wahrscheinlich müssen wir da rein. Oh, das war unsere erste Lieferung. So dann. Jetzt da. Schauen wir, was für Aufträge da in der hier Umgebung sind. Extreme Aufträge, externe Aufträge. Ich hoffe, das ist nicht der Anfangs-LKW. Es wird wahrscheinlich jetzt wieder kurz oder lang mal ein neuer kommen. Ich muss nur schauen. Einmal. Es gibt ja. Was? Kann man irgendwie es nicht los aktivieren? Wie ist das jetzt gegangen? Brandlicht, fährt ab, Brandlicht. Jetzt mal los. Cool. Ist aber im Prinzip eh gut, dass wir jetzt nicht gleich auf den Uhr eingekannt haben, ich wollte schon anfangen. Fahren wir jetzt einmal Richtung Autobahnauffahrt und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es
sag mal, jetzt da allzu weit wäre jetzt nicht machen, weil sonst habe ich ein bisschen eine Probleme, dass wir da technisch hinkommen. Aber eben wie gesagt, wenn es euch gefällt, könnt ihr gefällt mir da lassen, den YouTube-Algorithmus und ein kostenloses Abo. Und wenn es euch halt gefällt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was für eine Bereiche dass man ansteuern soll. Wie gesagt, ich bin jetzt auf Level 6, was ich gesehen habe. Und was in der Klasse alles fahren kann, kann man eh googeln. Und ja, wenn ihr Tipps habt, wo man unbedingt hinfahren soll, ich bin mit World Trucks verbunden, das heißt, über Steep bin ich halt, kann ich online auch Notfall spielen. Und ja, wenn euch da eine interessanten Strecken einfallen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, gefällt mir da lassen. Ist für mich eine riesen Unterstützung. Nichts vorbei mit der Nacht raus, gell? Oh, nicht gleich gedacht. Overhört. Ja, dann fahren wir bis zu der Raststätte, was da vorne ist. Dann sehen wir uns dann wieder im zweiten Teil. Wie gesagt, es geht sich meistens einer Folge nicht aus, dass wir auf dem Fertig fahren, weil das da so im Durchschnitt 45 Minuten dauern. Aber wie gesagt, ich probiere immer das Aktuellste vom Aktuellsten zu machen. Das wird nur ein Tankstall, oder? Das gab auch Platz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wir sehen uns dann beim zweiten Teil von der Lieferung wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ja, schöne Woche noch und ciao.